David Dörr. Herr Dörr, Sie haben gesprochen hier, einen tollen Vortrag gehalten. Es ging um die Verfassung und das Grundgesetz. Aber das Grundgesetz ist doch die Verfassung. Was kann man da groß drüber reden? Das ist eine interessante verfassungsgeschichtliche Thematik. Das Grundgesetz heißt bewusst nur Grundgesetz und nicht Verfassung. Es hat irgendwie die Funktion der Verfassung. Aber man hat das damals nach dem Zweiten Weltkrieg bewusst Grundgesetz genannt, um zum Ausdruck zu bringen, dass das nur etwas Provisorisches ist. Es hieß dann ausdrücklich in der Schlussbestimmung dieses Grundgesetzes, dass das noch abgelöst werden soll bei Gelegenheit durch eine echte Verfassung, die sich das deutsche Volk in freier Entscheidung dann noch geben wird. Das war irgendwie in dem Moment gleich nach dem Krieg noch gar nicht möglich. Da waren die Besatzungsmächte, die das organisiert haben. Man wollte doch aber eine gewisse Grundordnung haben und hat dann die Grundgesetz genannt. Okay, also dieser Artikel 146, den Sie gerade beschrieben haben, der soll halt sagen, dass sich die Deutschen selber eine eigene Verfassung geben können, wonach sie ja nach dem Zweiten Weltkrieg nicht fähig waren. Ja. Aber jetzt sind wir in Deutschland völlig frei und unabhängig und ist es dann nicht irgendwie obsolet geworden? Ja, das ist ja das Thema, das war auch das Thema meines Vortrags. Damals nach dem Zweiten Weltkrieg war das quasi Programm, auch in der Präambel, also ganz am Anfang dieses Grundgesetzes stand, das deutsche Volk ist aufgefordert, dann selbst noch sich seine eigene freie Verfassung zu geben. Darauf wartet das deutsche Volk noch heute. Aber jetzt etwas flapsig gesagt, die Obrigkeit hat es geschafft, mittlerweile so zu tun, wie wenn das mittlerweile jetzt in Ordnung wäre, quasi wie wenn das deutsche Volk in der Zwischenzeit sich frei eine eigene Verfassung gegeben hätte, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Und der Trick sozusagen der Behörden, der Obrigkeit, der bundesstaatlichen Obrigkeit ging dahin, dass man die Wiedervereinigung so quasi zum Anlass genommen hat, nicht nur festzustellen, die Einheit sei jetzt wiederhergestellt, das ist so, sondern man hat so im gleichen Aufwisch gesagt und damit auch die freiheitliche Verfassung. Es heißt zwar noch immer Grundgesetz, also so weit ging man in diesem Etikettenschwindel nicht, aber an anderer Stelle ist zum Ausdruck gebracht, jetzt ist Einheit und Freiheit vollendet. Das ist jetzt die vollendete Verfassung, auch wenn sie noch Grundgesetz heißt. Es heißt noch immer, weil man dann doch nicht wahrscheinlich die Frechheit hatte, auch das noch zu streichen, es heißt noch immer, dass dieses Grundgesetz seine Gültigkeit verliert, wenn denn das deutsche Volk in freier Entscheidung eine andere Verfassung erlässt, so quasi, man kann sie ja auch irgendwann wieder ändern, aber es ist jetzt nicht mehr programmatisch das Ziel, das dann noch in eine freiheitliche Form zu bringen. Ja gut, Herr Dörr, nur ist das nicht nur eine, ich sag mal, eine Elfenturm-Diskussion, wo sich die Akademiker drum streiten. Welche Relevanz hat das denn für unsere Zuschauer oder auch den Menschen einfach in Deutschland oder in Europa? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also man kann sagen, Verfassungsrecht ist ohnehin eine etwas theoretische Ebene. Aber man kann auch sagen, sie ist verräterisch, je nachdem. Sie zeigt, was eben letztlich dahinter steht. Und am Schluss wirkt sie sich ja dann ganz konkret bei den Bürgern aus. Also Entwicklungen, die wir sie an dieser Tagung auch sehr schön gesehen haben, eines wachsenden Einflusses des Staates, eben auch in Westdeutschland, oder im früheren Westdeutschland, haben natürlich sehr wohl zu tun, wie das Verständnis der Behörden, der Obrigkeit ist. Würde sich die Obrigkeit nach wie vor verstehen als ein Übergangsregime, würde sie vielleicht nicht derart unverblümt in Rechte der Bürger eingreifen, wie das heute immer mehr geschieht, mit einer steigenden Staatsquote, mit Umweltpolitik auf höchst spekulativer Basis, die dann am Schluss in CO2-Abgaben, in neuen Steuern sich auswirkt, die man am Schluss bezahlen muss, jeder Einzelne.
Nicht? Aber, am Schluss hat es dann Relevanz. Der Staat sind doch wir alle. Und je mehr Staatsquote wir haben, desto besser geht es uns auch allen. Es ist um allen gesorgt und man hat mehr Geld für Straßen und für die Sicherung der Schwächsten. Genau. So heißt es immer. Nicht? Das ist, stimmt, der Staat sind wir alle. Und ich glaube, das ist eine der großen Märchen, die uns aufgetischt werden. Schon lange. Also die Idee, dass der Staat wir alle sind, die ist nicht so alt historisch. Man kann sagen, es kam mal die Zeit auf, man kann vom Konstitutionalismus sprechen, so mit der Aufklärung, sagen wir nach dem Westfälischen Frieden, Mitte 17. Jahrhundert, als man die nationalen Ordnungen wieder mal etwas zurechtrückte. Das war so der Nährboden auch für freiheitliche Ideen, die da kamen, bis dann hin zur Französischen Revolution. Da wurde die Idee einer Legitimierung der Gesellschaftsorganisation von unten wurde da entwickelt. Das waren Verfassungsversprechen sozusagen. Aber das war immer etwas in diesem Spannungsverhältnis zwischen den Untertanen oder dann eben nicht mehr Untertanen, zwischen der Bevölkerung einerseits und den Machthabern andererseits. Da war die Idee, macht ihr doch den Staat, nicht? Aber das Problem ist ja, dass das Theorien sind und die Wirklichkeit ist eben, dass der Staat, das ist eine Organisation. Das sind nicht wir alle zusammen, die möglichst frei miteinander das machen, sondern es ist eine Organisation, eine konkrete Firma. Das sind Leute, gar nicht so viel, einige tausend. Das ist ein Hof, jetzt auf nationaler Ebene in Deutschland in Berlin, ein recht großer, üppiger, bürokratischer Hof, der aus Geld der Bevölkerung lebt. Und dieser Hof dort tut so, wie wenn er das Volk wäre und erzählt beispielsweise dieses Märchen, das Volk, das sind doch wir alle, das ist nicht so. Und jeder Steuereuro kommt doch der Bevölkerung doppelt und dreifach zugute.